Damit können wir auf jeden Fall im neuen Lager prahlen. So, die Waffen nehmen wir alle mit. Und dann gucken wir mal, ob dieser Nekromant oder was auch immer das genau für ein Ding war, vielleicht irgendwelche Schätze da gebunkert hat. Denn irgendwas werden die ja wohl bewachen. So, Fackel wieder in die Hand. Und dann gucken wir mal. Hier ist nichts. Trank, ein paar Kräuter. Ah, da sind Truhen. Oh, und die Truhe oben haben wir uns noch gar nicht angeguckt. In dem ganzen Gekämpfe. So. Oh, ein Buch. Zauberspruchrollen und eine Rune. Hm. Ist das für ein Buch? Schauen wir mal rein. Der, der gewillt ist, allen irdischen Lastern zu entsagen und auf den Pfad der Rechtschaffenden wandelt, soll wissen, wo der Quell meiner Macht verborgen liegt, auf dass er es nutzen möge, die Ketten dieser Welt zu sprengen und sich als würdig zu erweisen, Chromanin zu empfangen. Der Weise verschafft sich großen Überblick, bevor er sich der nächsten Aufgabe widmet. Ist das jetzt so eine Art Schatzkarte? Verschafft sich großen Überblick, das wäre ein Turm. Na gut, erstmal das ganze Erz mitnehmen. Ein Mana-Trank. Ja, so weit, so gut. Und noch mehr Erz und noch ein Mana-Trank. Aber die Rune interessiert uns jetzt erstmal. Können wir das benutzen? Also Spruchrollen können wir benutzen, aber was ist mit Runen? Nee, da haben wir kein Wissen drüber. Schade. Schauen wir mal vorsichtig hier weiter. Oh, da sind wieder Skelette. Na gut, speichern wir erstmal kurz ab. So, und dann schauen wir da weiter. Auch wenn es komisch ist, dass Skelette noch da sind. Man hätte ja meinen können, dass wenn der Nekromant tot ist, alle Skelette auch zerfallen, aber... Das scheint wohl anders zu funktionieren. Oh, noch ein drittes. Ah, mitten in den Rücken geschlagen, der Bastard. Komm. Oh, das war viel, viel, viel zu knapp. Da müssen wir erstmal alle unsere einfachen Tränke verbrauchen. Und gleich einen von den besseren hinterher. Also ja, wenn wir das nächste Mal im alten oder neuen Lager sind, sollten wir auf jeden Fall Tränke kaufen. Denn sonst haben wir bald keine mehr. So, wieder Entscheidung. Links oder rechts? Gucken wir erstmal links lang. Oh, oh. Ein Skelett ist okay. Noch mehr Gänge. Gut, gucken wir erstmal ganz kurz zu dem anderen Gang lang, ob der vielleicht zu derselben Stelle führt. Ne, da ist noch ein dunkler Gang. Oh, uns gehen langsam die Fackeln aus. Sackgasse. Gut, und wo führt der Gang jetzt hier hin? An die gleiche Stelle. Gut, also haben wir nicht wirklich eine Auswahlmöglichkeit bisher gehabt. Das heißt, wir können uns auch nicht wirklich verlaufen. Oh, das sieht schon ein bisschen weitläufiger aus. Was ist hier? Oh, eine Sackgasse. Okay. Also immer noch keine Auswahlmöglichkeit. Oh, Wasser. Oh, jede Menge Fässer. Ist hier ein Lager? Oh, ein Steg. Damit hätten wir den Leuchtturm wohl gesäubert. Aha, es war ein hartes Stück Arbeit.
Aber das Rätsel will uns nicht aus dem Kopf. Der, der was sucht, war das Erleuchtung, ein Schatz? Der soll sich zuallererst einen Überblick verschaffen. Legen wir die Fackel mal kurz weg. Vielleicht meint er auch da irgendwo hoch. Schauen wir mal. Ob wir da die Felsen hoch können. Dann müssen wir nicht das ganze Tunnelsystem nochmal durch. Das sieht ein bisschen hoch aus. Naja, das wird nix. Aber schauen wir mal kurz, ob hier noch irgendwas vielleicht versteckt ist. Nee. Oh. Ach, das ist das Schiffswrack, wo diese Feuerhexen waren. Nee, nee. An die sollten wir uns nicht ranwagen. Unsere Rüstung sieht leicht entflammbar aus. Also gut, müssen wir da über den Steg wieder rein. Und dann durch die ganzen Gänge durch, wieder nach draußen. Dann gehen wir im Turm nochmal ganz nach oben, obwohl wir da schon waren, und schauen uns mal ein bisschen um. Nach irgendetwas, das sehr auffällig ist. Und lesen das Buch nochmal, nach was genau wir eigentlich suchen. So, also wir hatten hier keine Auswahlmöglichkeit. Das heißt, wir gehen einfach geradeaus. Und schauen, wo wir rauskommen. Ja. Hier ist der große Raum wieder. Und beim Rausgehen dürfen wir auch nicht vergessen, eine Truhe noch mitzunehmen, die ein bisschen weiter oben war. In dem zweiten oder dritten Raum. So, jetzt sind wir durch den Durchbruch durch. Hier war links eine Sackgasse. Da müsste es lang gehen. Oh, aber schön. Also eine von den drei Sachen, die uns vor kurzem noch in die Flucht getrieben hat, hätten wir jetzt beseitigt. Das ist schon mal ein gutes Gefühl. Auch wenn es wahrscheinlich noch nicht reicht, um jetzt gegen die Orks anzugehen. Die sind ja noch ein Zacken härter. So, hier war nicht die Truhe. Die Truhe war hier. Und nur Mana-Tränke. Na gut, weiter nach oben. Um uns einen Überblick zu verschaffen. Wie es so schön in dem Buch hieß. Ja, wir hören hier das Meeresrauschen schon wesentlich deutlicher. Genau, hier ging es zum Erdgeschoss. Da geht's raus. Wir wollen aber nach ganz oben. Das waren zwei Stockwerke hoch, wenn wir das richtig in Erinnerung haben. So. Und draußen wütet wieder ein Sturm gegen die Barriere. Mal gucken, ob wir überhaupt weit genug gucken können. So, also hier oben direkt ist nichts. Auf der Seite ist das Meer. Da ist eine Burg. Und sonst sieht man hier nur den Wald. Da hinten auch irgendwas. Das ist das alte Lager. Unsere Karte wird hier nicht funktionieren. Gucken wir mal in das Buch. Also, der Hinweis ist, der Weise verschafft sich großen Überblick, bevor er sich der nächsten Aufgabe widmet. Naja, ein großer Überblick ist das hier ja nicht. Vielleicht müssen wir noch einen höheren Punkt finden. Also irgendwie auf den Berg darauf oder dergleichen. Aber gut, wir können mal zu der Burg da schauen, was da ist. Aber erstmal legen wir die Fackel ab. Die brauchen wir hier draußen nicht mehr. So, und wieder runter. Mal gucken, wie wir zu der Burg überhaupt hinkamen. Da war ja irgendwas bestimmt im Weg, sonst wären wir vorher da schon hingegangen. Die Burg war ja eine von den drei Sachen, die wir versucht haben und dann nicht geschafft haben. Also die Skelette hier, die Feuerechsen unten
Und die Burg. Ah, was war da? Naja, das werden wir früh genug erfahren. Es ist ja eigentlich gleich hier. Nee. Erst über die Brücke darüber. Ich glaube, da waren nur ein paar von diesen größeren Echsen. Oh, Blutfliegen. Ah, die können wir später noch holen. Erstmal sind wir jetzt neugierig, was genau uns da letztes Mal aufgehalten hat. Oh, hier scheint auch eine Höhle zu sein. Vielleicht kommen wir so irgendwo da oben auch in die Burg rein. Aber so oder so sind hier Gegner und das gibt uns Erfahrung. Ihr seid ja nicht wirklich ein Problem, wenn wir uns denn konzentrieren. Denn vor kurzem wurden wir ja schon mal von zwei, drei Snappern so übel zugerichtet, weil wir nicht aufgepasst haben. So, da hinten sind noch mehr von den Biestern. Aber nur zwei, das ist okay. Komm her. Wenigstens etwas Abstand zu deinem Freundchen. So, und wir haben inzwischen schon wieder 40 Lernpunkte über. Die könnten wir doch glatt mal investieren. Also eventuell könnten wir auf Zweihandkampf uns umschulen lassen. Aber wir haben noch keine wirklich gute Zweihandwaffe gefunden. Also sollten wir dann vielleicht noch warten und eher was in Stärke reintun. So, hier ist nur eine Truhe. Mit einem Schlüssel. Ein Verwandlungszauber, Dietrich, eine Axt, ein einfaches Schwert, ein bisschen Erz, ist immer gut, Pfeile und ein Feuerpfeil. Obwohl der Schlüssel wohl gut ist. Aber wenn er hier unten unter der Burg in der Kiste ist, ist er vielleicht für oben irgendwo für eine Tür. Schauen wir uns einfach da mal um. Sobald wir auf eine verschlossene Tür finden, wissen wir, dass wir recht hatten. So, das Kraut kann auch noch mit. Und eigentlich sollten wir noch einen Happen essen, jetzt wo wir noch ein bisschen Zeit dafür haben. Nicht, dass wir oben gleich von irgendwas angefallen werden. Oh, hier nieselt es ja runter. Ist da ein Flusslauf? Oder regnet es nur noch? Oh, es regnet. Gut. Also, jetzt müssen wir hier wieder hoch und rechts rum diese Schräge hoch. Ja, genau hier. Und dann hatte uns irgendwas abgeschreckt das letzte Mal. Snapper könnten es aber nicht gewesen sein, oder? Wohl doch, damals waren die schon ganz schön schwierig. Ja, die beiden hier werden uns abgeschreckt haben, das da weiter zu erforschen. Ja, das meine ich, wenn man nicht aufpasst, umkreisen sie einen gleich und beißen einen immer schön in den Rücken. Man kann gar nichts machen. So, und oh. Und da ist gleich eine ganze Truppe von denen. Da schlucken wir erstmal einen Heiltrank. Atmen einmal tief durch. Balancieren hier über den Baum rüber. Oh, das wird doch nichts. Das sind ganz schön viele. Schnell töten. Nicht aus Versehen runterfallen. Ah, bisher läuft es echt gut. Ja, die kamen auch alle schön einzeln. Oh, vier Snapper, einfach so, ohne Probleme. Langsam haben wir es drauf. So, dich auch noch. Jetzt schauen wir uns das hier mal an. Also hier ist zwar kein Zugang, aber vielleicht ist ja irgendwo noch eine Kiste versteckt oder so. Oder ein geheimer Zugang. Nö, scheint nichts zu sein. Da ist schon wieder so eine Ork-Statue. Komisch. War das hier alles mal Ork-Gebiet? Oh.
dafür vielleicht der Schlüssel? Nee, hier ist kein Schloss, da ist nur eine Winde. Überall Fleischwanz, ne? Oh. Ah, wir haben ja gerade eben eine Spruchrolle gefunden mit Verwandlung in Fleischwanze. Und da ist ein Schlupfloch, wo bestimmt eine Fleischwanze durchpasst. Aber bevor wir unseren Körper in irgendwas Kleines, Krabbeliges transformieren, speichern wir lieber erstmal kurz ab. LP. Achtunddreißig.